Jedes Jahr wieder lassen Halter ihre Hunde im Auto zurück. Um zu demonstrieren, wie sich Menschen und Tiere in so einem Backofen fühlen und dass ein Auto schon bei mittleren Temperaturen zur Hitzefalle werden kann, haben wir von Tasso unseren Personalleiter Dennis Schiffer auch mal im Auto zurückgelassen. Wir schauen mal nach, wie es Dennis in unserem Backofen so ergeht. Das Auto wurde in der Sonne geparkt und die Temperatur im Innenraum ist jetzt schon viel zu warm. Innerhalb der nächsten knapp 15 Minuten wird es so heiß, dass man es kaum noch aushalten kann. Selbst für Menschen eine unangenehme Temperatur, wie auch Dennis feststellen wird. Also es ist jetzt schon gut warm hier. Für unser Experiment haben wir übrigens auch das letzte Überbleibsel aus unserem Osterkörbchen geplündert und in unserem Auto platziert. Wie es dem Osterhasen im Backofen ergeht, schauen wir uns später nochmal im Zeitraffer an. Es ist super heiß hier. Und es wird immer schlimmer, von Sekunde zu Sekunde. Um uns mehr Hintergründe zum Thema einzuholen, haben wir Tierärztin Dr. Annette Fach besucht. Sie erklärt, warum ein Auto vor allem für Hunde schnell zum bedrohlichen Backofen werden kann. Also es ist gefährlich für einen Hund, bei sommerlichen Temperaturen im Auto zu sitzen und wenn die Temperatur steigt, weil die Tiere dort einen Hitzschlag erleiden können. Ein Hitzschlag ist ganz klar definiert, das ist, wenn die Körpertemperatur über 41 Grad Celsius steigt und der Hund eben seine Körpersysteme nicht mehr aufrechterhalten kann. Wie in der Sauna. Sehr unangenehm. Also wer das seinem Tier zumutet, der sollte das selber mal ausprobieren. Das ist nicht schön. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen kleineren Körper und du hast überall Haare und hängst sie drin und kannst nichts machen. Und wenn du nicht schwitzen kannst, das ist auch eines der größten Probleme beim Thema Hund im Backofen. Dr. Fach erklärt. Zum Thema Luftfeuchtigkeit ist zu sagen, die spielt eine wichtige Rolle, weil gerade die Tierart Hund ja die Körpertemperatur nicht so gut über Schweißdrüsen regulieren kann, weil die keine haben, außer an den Pfotenballen. Das heißt, die regulieren ihre Körpertemperatur über die Atemluft und über das Hecheln. Und da ist es wichtig, dass ich zum Beispiel auch viel Nasenschleimhaut habe, wo das gekühlt werden kann, die ausgeatmete Luft, und auch über das Hecheln, also die Pendelatmung, dass die Temperatur gesenkt werden kann. Das heißt, wenn meine Luftfeuchtigkeit außerhalb des Hundes schon relativ hoch ist, dann kann er dieses System nicht mehr so gut benutzen, um seine Körpertemperatur zu senken. Das heißt, damit ist ein Hitzschlag oder eine Erhöhung der Körpertemperatur eher dann gefährlich. Der Innenraum hat mittlerweile eine Temperatur von 38 Grad Celsius erreicht und steigt weiter an. Also selbst bei Temperaturen, die auf den ersten Eindruck eher mild erscheinen, kann sich der Autoinnenraum schnell aufheizen. So. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Nach knapp 15 Minuten hat auch Dennis die Schnauze voll. Er quält sich aus dem Backofen und ist von oben bis unten nass geschwitzt. Wir fragen nochmal bei Frau Dr. Fach nach, wie man am besten vorgehen sollte, wenn das Tier, in unserem Fall Dennis, befreit wurde. Der Hund sollte mit kühlem, nicht mit eiskaltem, sondern mit kühlem Wasser wirklich übergossen werden. Und da kann man schon auch eine gewisse Menge Wasser brauchen. Wenn ich jetzt mir einen langhaarigen Schäferhund vorstelle, dass der wirklich bis auf die Haut durchnässt wird und wirklich tropfend nass ist, das wäre das Ziel. Und es ist auch gut, wenn hier noch eine gewisse Ventilation, also Luftzug stattfindet, weil es einfach einen zusätzlichen Kühleffekt dann hat. Das heißt, man sollte den Hund auch nicht mit einem nassen Handtuch einwickeln, weil dadurch muss die Wärme erstmal an das Handtuch abgegeben werden und dann erst an die Umgebung oder noch weiter. Und es ist sinnvoll, wirklich den Hund mit kaltem Wasser zu übergießen und so offen zu lassen, vielleicht Luft zuzufächeln und dem Moment Zeit zu geben, bis der ein bisschen sich erholt hat. Und dann sollte der Hund wirklich immer zum Tierarzt transportiert werden. Zuletzt werfen wir noch einen Blick auf unseren Osterhasen. Wir haben ihn während Dennis Selbsttest auf dem Armaturenbrett unseres Autos platziert. Noch nicht einmal 5 Minuten ist dieser nur noch ein Häufchen Elend. Und nach weiteren 5 Minuten kann man nur noch erahnen, dass es sich mal um einen Schokohasen gehandelt haben könnte. Bitte lassen Sie im Sommer Ihre Tiere und Kinder niemals im Auto zurück.